und damit nach Österreich. Seit Jahrhunderten sind Juden Diskriminierung, Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt. Der Antisemitismus ist kein neues Phänomen, aber er endet nicht mit dem Holocaust und nicht mit dem Jahr 1945. Noch immer lehnen 10% aller Österreicherinnen und Österreicher jüdisches Leben ab. Das ergibt eine Studie im Auftrag des österreichischen Parlaments. Untersucht wurden auch die Einstellungen von Menschen, die im Alltag türkisch oder arabisch sprechen. Hier ist der Antisemitismus noch deutlicher ausgeprägt. Regina Pöll berichtet. Die langen Schatten der Vergangenheit. Antisemitismus in Österreich ist längst nicht vorbei. Auch wenn das Bild etwas besser ist als in den vorigen Jahrzehnten, sagen die Forscher. Wir haben in Österreich noch immer 10% manifesten Antisemitismus, um die 30% latenten Antisemitismus. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass das Problem gelöst ist, sondern es bedarf weiterer Anstrengungen. Offensichtbarer Antisemitismus bedeutet etwa Leugnung des Holocaust und latenter Antisemitismus die Zustimmung zu Aussagen wie diesen, die die Studienautoren abgefragt haben. Zunächst unter 2100 Personen, die repräsentativ für die österreichische Wohnbevölkerung sind. Die Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt, ist die Aussage innerhalb der Dimension, die die meiste Zustimmung hat, mit fast 40%. Die Israelis behandeln die Palästinenser im Grunde auch nicht anders als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Juden. Da haben wir insgesamt 34% Zustimmung. Auch 600 Personen mit türkischer oder arabischer Alltagssprache wurden extra befragt. Nicht repräsentativ, aber aussagekräftig, betonen die Studienautoren. Unter diesen Befragten ist der Antisemitismus deutlich stärker ausgeprägt. Wenn ich jemanden kennenlerne, weiß ich nach wenigen Minuten, ob dieser Mensch Jude ist. Haben wir Österreich repräsentativ 10% Zustimmung, arabisch über 40, ebenso ungefähr groß türkisch. Das heißt, hier sehen wir eine Abweichung vom Vierfachen. Diese türkisch- bzw. arabischsprachigen Gruppen, die schon länger im Land sind, seien aber keine homogenen Gruppen. Hier gerade auch an der Frage der moralischen Verantwortung Österreichs oder der Österreicher aufgrund der Verbrechen im Zweiten Weltkrieg für die Juden heute, sehen wir, dass die Abweichungen bei weitem nicht so groß sind. Die nächste Antisemitismusstudie will das Parlament in 2 Jahren vorlegen.